Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Wir spielen heute Evoland, ein recht kurzes, dafür aber umso schöneres Spiel. Ja, es ist einfach nur ein schönes Spiel, muss ich sagen. Ich kann jetzt gerade nicht beschreiben, warum das so schön ist. Ihr werdet selber sehen, warum ich das wirklich geil finde. Es hat, was ich schon mal verraten kann, es hat viele Anspielungen von anderen Spielen. Und das macht es halt für einen Gamer wie mich halt umso schöner und interessanter, als wenn man was wiedererkennt. Ja, ohne großes Vorgeplänkel würde ich gleich mal sagen, wir legen los mit Evoland. Das ist mein neues Hauptprojekt. Wir starten ein neues Spiel. So, tja, was habt ihr wohl erwartet? Irgendein 3D-Spiel? Falsch. Wir haben die rechte Taste freigeschaltet. Hier scheint es eine Truhe zu öffnen zu geben. Ja, wir können nach rechts laufen und diese Truhe öffnen. Jetzt haben wir die linke Taste freigeschaltet. Immer nach rechts gehen ist schließlich öde. Und wir haben 2D-Bewegungen. Ein Glück, ihr könnt nämlich sonst nirgendwo hingehen. Seht ihr schon, was ich meine? Wir entwickeln uns hier sozusagen weiter im Spiel. Einfacher Bildlauf. Ihr möchtet sehen, wohin ihr geht, stimmt's? Ja, jetzt scrollen die Bilder mit. Man entwickelt sich hier so weiter, je mehr Kisten man einsammelt. Soundeffekte. Schrittsounds, yay. Noch eine Kiste. Glatter Bildlauf. Erspart euch einiges an Kopfzerbrechen. Ja, ihr scrollt schon automatisch mit. Was haben wir denn hier Tolles? Da kommen wir nicht lang. Was haben wir hier? Ja, yeah, ein Schwert. Jetzt könnt ihr böse Monster töten und Gebüschen niedermähen. So hier. Oh, Monster. Geil. Wir gehen aber mal zurück, denn da gibt es noch Gras. Wie ihr seht, es erinnert stark an Zelda. Das meine ich jetzt schon. Es hat einen gewissen Genre-Mix. Es gibt Level, die sind halt aufgebaut wie Zelda. Also das sind die meisten sogar. Hier gehen wir in bester Zelda-Manier rum, hauen Gras und finden Kisten. Octorak. Eine Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Doppelzwilling. Ist sozusagen, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, ist wie Triple Triad in Final Fantasy 8. Ja, eine Anspielung auf Final Fantasy 8, Triple Triad. Man kann hier Triple Triad spielen. Es ist nur halt in FF8 Manier. Übrigens, One Hit ist tot. Also, wenn wir von den Gegnern getroffen sind, sind wir tot. Evoland Melody seit 2012 ganz oben in den Charts. Jedenfalls wird bei dem Triple Triad hier immer die Random Hand Regel angewandt. Man kann nur vereinzelte Karten finden. Auch ein Stern. Ja, die Sterne, die kann man auch alle finden. Ich habe das Spiel natürlich schon mal durchgespielt, aber nicht 100%. Und ich weiß nicht, ob ich es 100% spielen werde. Mal sehen. Fledermaus. Noch eine Karte für Doppelzwilling. Man braucht erstmal mindestens 5 Karten, um überhaupt ein Game Doppelzwilling anfangen zu können. Und es gibt auch nur einen einzigen Kartenspieler im ganzen Spiel. Ja, wenn wir über die Speicherpunkte latschen, speichern wir halt. Jetzt glaube ich, habe ich meine alte Datei überschrieben. Ist aber nicht schlimm. 16 Farbenanzeige. Geil. OMG, Farbe. Das ist doch schon viel geiler hier. Schön, wie sie einfach trotz heutiger HD, tollen Technik, Xbox, whatever, immer noch so schöne alte 2D-Spiele machen. Ich finde das einfach klasse. Man erlebt halt die Entwicklung der Videospiele mit. Das ist, hat sogar was Geschichtliches, Lehrreiches, wenn man so will. Was ist das denn? Wir können ja nicht lang, ein Fels versperrt uns hinweg. Ich muss aufpassen, dass wir nicht getroffen werden, weil, wie gesagt, der One Hit tot. Hier brauchen wir, kann ich schon mal sagen, Bomben dafür. Sonst kommen wir dort nicht lang. Immer speichern. Was haben wir denn hier? Evoland. Oh, wir kriegen die Story.
Nach jahrhundertlangem Frieden trat eine uralte böse Macht zurück ans Licht, um die Welt von Evolandia zu bedrohen. Ihr seid eines der wenigen verbleibenden Mitglieder des Ordens der Drachenritter, dessen Aufgabe es ist, die Welt zu bereisen und in den Notleidenden zu helfen und das Böse zu bekämpfen. Dank des jahrhundertelangen Friedens hattet ihr in letzter Zeit nicht gerade viel zu tun, aber es sieht ganz so aus, als würde sich das bald ändern. Ja, so mehr oder weniger die Handlung. Eine kurze Geschichte, um euch in diese neue Welt einzuführen. Irgendwie habe ich gerade gemerkt, dass die Übersetzung nicht toll ist. Da waren Übersetzungsfehler drin. In der Handlung. Noch mehr Farben. Das ist schon fast echte Grafik. Ja, würde ich sagen. Also für mich schon. Zeichenanzeige. Achso, wir haben jetzt hier tolle Schilder. Ich hoffe mal, man kann jetzt nicht sehen, dass gerade bei mir jemand in Skype angekommen ist. Warte, das muss ich jetzt mal nachprüfen. Wenn man das sieht, wäre es nämlich ganz schön blöd, sozusagen, ne? Gut, man kann es nicht sehen. Das ist schon mal gut. Also jetzt können wir jedenfalls diese Schilder hier lesen. Dieser Pfad ist nur für wendige Abenteurer geeignet. Ja, seht ihr, wir kommen ja nicht durch. Wir sind wohl zu unwendig, um über Steine zu kraxeln. Oder so. Blöde Otto-Viecher. Und Fledermäuse, die den Tag verwiesen. Ich hätte jetzt gerne langsam mal eine Lebensanzeige. Die kriegen wir nämlich auch noch. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versuch es mit dem Pfad im Osten. Ja, da kommen wir aber nicht lang. Was müssen wir wohl tun? Ja, die Kiste einsammeln. Freie Bewegung, jetzt können wir uns bewegen, wie wir wollen. Und nicht einfach mehr in irgendeine Richtung. Wir können uns jetzt diagonal bewegen. Und überhaupt bewegen. Und super bewegen. Und toll. Und so können wir auch hier durch. Speichern wir. Oh. Der ist böse. Wir sind sozusagen die Zelda-Ritter. Man kann die nur von hinten oder von der Seite angreifen. Zelt 1 oder was gibt's hier eigentlich? Inventar. Oh, wir haben ein Inventar. Das zeige ich euch gleich. Ich mache erstmal noch den letzten Ritter hier. Alle Monster zu töten ist bei eurer Quest mitunter hilfreich. Ja. So, das ist unser Inventar. Wie ihr seht, haben wir hier. Ich habe einen Mauscursor in dem Spiel. Schwert. Man kann schon erkennen, was das wird. Das wird die Bomben. Das ist der Bogen. Die finden wir noch. Hier sehen wir die Sterne. Es gibt 30 Sterne in dem Spiel. Wir haben 3. Hier 23 Karten. Wir haben 2. Und es gibt Geld in dem Spiel. Ja, Mann. Es gibt auch Händler. So. Wir sind jetzt in der Überwelt. Die Welt zu erforschen ist nett. Nehmt euch aber vor zufälligen Begegnungen in Acht. Ja, es gibt Random Battles in diesem Spiel. Ihr könnt es kaum glauben. Basierter Kampf haben wir gerade freigeschaltet. Gehen wir zu einem anderen Kampfstil über. Denn, ja. Das ist doch ganz eindeutig von einem anderen Spiel. Wie heißt es noch gleich? Ach, Final Fantasy, ja. Ich finde es einfach nur geil. Jetzt auf der Überwelt machen wir halt Zufallskämpfe rundenbasiert. Im rundenbasierten System. Mode 7. Sah fantastisch aus, als es seinerzeit 1990 eingeführt hat. Wir befinden uns jetzt also sozusagen wieder in 1990. Wir haben hier Slimes als Buch. Und wir sind übrigens Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, stimmt, das ist ja das erste dieser rundenbasierten Spiel, die ich gespielt habe. Da könnte ich euch mal das Interface erklären, eigentlich. Eigentlich sollte man solche Spiele schon gespielt haben. Also man hat hier Angreifen. Versteht sich schließlich von selbst, ne? Wir können auch einfach auf den Gegner drauf, denn Spezial haben wir noch nicht. Das schalten wir noch frei. Gegenstände können wir einsetzen. Wir haben einen Trank. Der heilt einfach. Wegrennen können wir auch. Aber wer macht das schon? Wir wollen die Gegner schließlich töten. Das hat... Wisst ihr jetzt, was ich... Warum ich das... Es ist einfach ein geiler Genre. Ortsname. Ihr erfahrt den Namen der Orte, die ihr bereits besucht habt. Das ist Papunita, glaube ich. Nee? Doch nicht? Ne, wir sind noch gar nicht in dem Dorf. Stimmt, wir sind erstmal in die Wiese. Hier gibt es Ritter. Ah, und einen Speicherpunkt. Den benutzen wir erstmal. Gucken wir erstmal, ob es hier vielleicht endlich mal die Lebensanzeige gibt. Nein. So müssen wir die Ritter jetzt bekämpfen.
hier weg, gleich mal alle auf. Ja, Herausforderung. Einfach in den Rücken hauen oder an die Seite. Und bloß nicht von denen anrennen lassen, sonst ist man tot. Hey, eine Truhe. Jetzt haben wir hier ein Dorf. Jetzt haben wir hier Papunika. Und jetzt haben wir auch NSCs. Endlich jemand zum Reden oder auch nicht. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Was ein Sack. Hey, du. Tut mir leid. Oh, warum reden die nicht mit Kindern? Hey, hier ist auch ein Kind. Erwachsene sind nicht lustig. Sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Wenn ich bloß den Wachstumssamen essen könnte, dann wäre ich kein Kind mehr. Der Samen, den ich gefunden habe, ist aber in den Brunnen gefallen. Dort unten ist es dunkel und ich habe Angst, ihn zu holen. Das ist doch schon mal eine Nachricht für uns. Wir gehen jetzt den Samen holen aus dem Brunnen. Ey, lass mich doch in den Brunnen rein. Den Brunnen betreten. Vorsicht, dort unten ist es dunkel. Okay, so dunkel ist es jetzt gar nicht. Und hier ist der Samen. Ich hab einen merkwürdigen Samen gefunden. Wollt ihr ihn essen? Ja, natürlich. Jetzt entwickeln wir uns zu einem Erwachsenen. Größer werden. Was haben all diese Kinder in Videospielen zu suchen? Das frage ich mich auch. Wir können jetzt unser Schwert voll geil zuhauen, so. Und hier unten gibt es noch eine Truhe. Wahrscheinlich eine Sternenkarte. Nein, die Wurmkarte. Eine nette Karte. So, hier sehen wir übrigens auch ein anderes Inventar. Nämlich das Inventar, das sozusagen für die rundenbasierten Ebenen benutzt wird. Hier sehen wir unseren Namen, Fragezeichen, Gegenstände, die wir haben. TP, unsere Lebenspunkte, unser Angriff und unsere Verteidigung. Ja, so. Jetzt reden die Leute auch mit uns. Ich habe etliche merkwürdige Geräusche in den nördlichen Höhlen gehört. Vorhin hat uns ein Mädchen besucht. Ist sie eure Freundin? Ich kenne kein Mädchen. Ich bin gerade erst in mein Abenteuer gestartet. Nämlich, ich existiere seit 12 Minuten, sagt mein Timer. Die Kristallhöhlen im Norden sind ein gefährlicher Ort. Angeblich lebt Kefkas Geist dort. Kefka? Habe ich den nicht letztens erst in Final Fantasy VI zunichte gemacht? Wir werden schon sehen, was wir davon haben. Doch noch kein Abenteurer ist zurückgekehrt, um uns davon zu erzählen. Die Häuser sind zu. Da können wir nicht rein. In den Höhlen nach vorne gibt es ziemlich starke Monster. Mit eurer derzeitigen Ausrüstung lassen wir euch nicht vorbei. Okay, wir müssen uns also erst irgendwie neue Ausrüstung besorgen. Aber wo kriegen wir die her? Gute Frage. Vielleicht hier in der Kiste. Häuser betreten. Ihr könnt es beliebig in die Privatsphäre anreintreten. Geil. So, was gibt's denn hier? Gastwirt. Falls ihr etwas müde seid, wartet ein warmes Bett auf euch. Zu einem Fernpreis. Die Legende von Kefkas Geist. Village People hießige Legenden, glaube ich. Okay, die haben Bücher in ihren Bücherregalen. Aber schlafen erstmal. Ihr seht müde aus. Möchtet ihr euch gegen 10 Gliss. Keine Gil. Gliss. In unserem gemütlichen Gasthaus ausruhen. Yo. Und wir werden auch nett gefragt, ob wir speichern wollen. Natürlich wollen wir speichern. Die Musik ist auch irgendwie geil. So, was haben wir denn hier Feines? Wie man einen Emu zubereitet von W. Bald. Ein Ladeninhaber. Bei diesem Kerl könnt ihr jederzeit eure Gil ausgeben. Ich dachte eigentlich, das Geld ist Gliss. Vielleicht Übersetzungsfehler. Willkommen im Abenteuerladen. Bitte gebt euer ganzes Geld hier aus. Danke. Also was wir auf jeden Fall brauchen, ist das Langschwert. Aber ich will eigentlich alles haben. Also, Trank und Phönix, Daune können wir uns beliebig oft kaufen. Langschwert, Kupferrüstung und die seltene Karte sind einmalig. Ich kaufe mir auf jeden Fall das Langschwert, was unseren Angriff ganz schön erhöht. Ja, willkommen in Papunika. Hier gibt es noch was zu finden. Da habe ich eine Zeit gebraucht, bis ich das gefunden habe. Ja, hier hinten ist noch Zeug.
Cobra Zero, eine weitere Karte. Und wir können noch, dieses Haus ist eigentlich verschlossen, aber wir können so auch so dran gehen. Und hier gibt es noch was. Nämlich einen Stern. So. Ich würde sagen, wir müssen erstmal Geld farmen gehen. Naja. Wir gehen noch schnell in das Haus und dann gehe ich Geld farmen. Die Talk-Karte. Was haben sie denn hier in ihren Schränken? Nix. Ich weiß noch, dass es hier ein recht cooles Buch gibt, das will ich noch finden. Und euch zeigen. Nee, ja, wo konnte man eben kommen? Fahren das Buch. Oh, hier ist übrigens 50 Gliss drin. Leider nicht genug, um uns schon was zu kaufen. Muss es ja eigentlich hier im Inn gewesen sein. Oh, da war ein Trank. Cool. 1001 Monster mit einem Schuss von Chuck N. Wer könnte wohl hinter Chuck N sein? Für den unerschrockenen Abenteurer. Wenn ich das Buch habe, schneide ich und farm offscreen das Geld zusammen. Aber ich will euch das Buch zeigen. Ja, Emuk und vielleicht noch ein anderes Buch. Nein. Oder wolltet ihr euch nicht auch schon mal einen leckeren Emuk zubereiten? Ja, wer will das nicht? Ich. Komisch. Wo könnte das nur sein? Der ultimative Führer für alles von S. Miyamoto, ein absolutes Genie. S. Miyamoto, ich frage mich, wer das ist. Das Medium ist die Massage von Mac Huan. Wie passend. Das sind aber alles nicht die Bücher, die ich euch eigentlich zeigen wollte. Noch ein Trank. Naja, mache erstmal einen Cut, dann kann ich offscreen noch was suchen. Also wir sehen uns dann wieder, wenn ich das Geld habe. Bis zum nächsten Mal bei Evoland.